doch vergessen, allerliebste, hab verlost mein eigen Haus. Agit ne Shalom Aleichem. Ich bin Eli Benedikt, der Programmdirektor bei Jiddisch Liga. Jiddisch Liga ist eine Organisation, die ist aufgestellt geworden, für die Unterstützung Jiddischer in der Welt. Modernisieren, normerieren, in verspreiten der Benitz für Jiddisch in der tagtäglichen Leben. In seinen sehr freilich, euch zu sehen, eint du mit uns. In seinen eint mit einem neuen Kapitel von der Serie Jiddisch eint, Jiddisch in einseitige Kultur. Einmal wir reden mit Ruth Levin. Ruth ist eine berühmte jüdische Künstlerin, diese Singerin, eine Aktriste, eine Übersetzerin von Asach Pieces, Lieder. Sie hat auch herausgegeben, ihr Tat ist Leibu Levin, das Lieder. So, Agiten Ruth. Agiten. Es ist eine große Kurve, sie sein mit dir da ein. Und zu dir noch fragen, ein bisschen wegen deinen Aktivitäten durch die Jahre, was du es gemacht, deine Disken. Ich will dafür gerne gehen zu der ONEB. Ich weiß, dass du bist eine Tochter von Leibu Levin. Aber öfter kannst du sagen ein paar Wörter mit, wie soll deine Beziehung zu Jiddisch, wie soll sich alles angehen? Sie sind gehoben mit meinen Taten, er ist schuldig. Ich bin geboren geworden in Moskau, aber mein Tate ist gewesen, ich kenne Moskwer. Er hat gestammt von Czernowitz, noch die Lagern, ist er gekommen in Moskau und Hasene gehabt und schön geblieben dort. Und er hat mit mir Jiddisch nicht geredet. Und das ist ein größer Toes. Das ist unsere Sorge, als die Eltern reden nicht mit Kindern Jiddisch. Er hat gesungen. Deswegen. Er hat gesungen und sie da gewöhnt damit ein Lied, ein jüdisches Lied in der Hand. Und ich weiß nicht, aber ich habe es eingesappt. Ich habe gelernt andere Sachen. Ich habe gelernt Malerei und ich habe gelernt Linguistik, französische Linguistik. Aber wenn der Tat ist gestorben, der Mann ist sehr klar. Die Emetzer wollte mich genommen da und geführt mich zu einer Vokallehrer. Das ist gewesen schriftlich, also man hat mich geführt, weiß nicht. Und ich bin gekommen zu ihr mit meinen Tatenslieder. Weil ich habe gefühlt, dass seine Lieder sollen leben, ob nicht er. Wie a Feigele vertrieben, bin ich Held auf der Welt, eines einmal geblieben, auf der Seite weggestellt, eines einmal geblieben. Auf der Seite weggestellt, Batug auf die Gassen, in Banacht geht's wie zwischen uns geriete Massen, bin ich die einzige Unri. Zwischen uns geriete Massen, bin ich die einzige Unri. Wie a Feigele vertrieben, bin ich Held auf der Welt. Wie a Feigele vertrieben, bin ich Held auf der Welt. Und ich bin gekommen zu ihr und sie ist geworden äußer sich, wenn sie hat gehört, die Lieder. Und schon über ein Jahr haben wir mit ihr zusammen gemacht ein Konzert von Leibu Levins Lieder. Und mein Tate, er hat nicht sicher viele gerufen, ein Kompositor, weil er hat nicht gekannt, keine musikalische Notizen. Aber sind Demut und in Menschen von 20 Jahren, 10 Jahre meine Mama und dann noch 10 Jahre ich, wir haben gearbeitet über ein Buch von seinen Liedern. Und in 20 Jahren herum ist raus die dosige Anthologie Leibu Levin, Wort und Nigen. Und da seien 29 Poeten mit 49 Liedern auf Jiddisch. Das seien, er hat geschrieben Musik zu jiddischer Poesie von verschiedenen Poeten. Es seien da 21 Dichtern und 49 Lieder wow. Mit seinen Nigunim und mit Piano Arrangierungen von Hanan Winternitz, ein größerer Musiker. Euch er hat gestammt von Ostro-Ungarien und ich habe euch geschrieben seine Biografie. Es ist ein schöner Buch. Und ja, aber derweil bin ich rein in der jüdischen Kultur. Und auf einem von meinen Konzerten mit Simra hat sie gebracht dem Regisseur und dem Choreograf Benjamin Zemachen. So, er soll führen, ja, er soll anführen mit dem Konzert. Und nach dem Konzert ist er zugegangen zu mir und mich eingeladen zu seinem jüdischen Dramakreis aus der Vierton mit in Barilan. Und ich habe gemeint, ich bin nicht keine Schauspielerin, was soll ich tun in einem Theater? Und ich bin nicht gekommen. Und er hat mir angeklungen, noch einmal mich eingeladen. Und ich gedenke, als wenn ich bin rauf auf der Bühne, es ist ein Saal mit der Bühne, ich bin gestanden auf der Bühne und plötzlich habe ich gefühlt in der Heim. Wie, weil der Tat ist gestorben, habe ich gefühlt, als ich bin, ist in dieser Nebel, von unten, von oben, von alles dort bin ich so, ich hänge ich in einem Nebel und ich weiß nicht, was ich tue. Plötzlich habe ich bekommen eine Karke unter die Füße und sind Dämon, ja, ist, und nachdem, wie ich habe gespielt, ich habe angehoben zu spielen mit ihm in Barilan, hat man mich eingeladen zu jedes Spiel, was hat noch nicht geheißen jedes Spiel. Er ist erst damals gegründet geworden. Sie haben ihre zweite Vorstellung hat gedarf zu sein, die Megille-Lieder von Itzik Manger. Und sie haben gesucht an Esterke. Und ich bin geworden Esterke und das ist gewesen eine sehr schöne Überlebung. Ja. Wir haben gesungen und gespielt, euch in Ausland und gespielt jiddische, du weißt, Goldfaden, Kunilämmel, Kischefmacher und so weiter, Kischefmacherin. Und ich habe gespielt bei ihm ein paar Mal, dreimal, noch Fardidisken, aber getroffen habe ich einen und wir haben gemacht im Manger Kabarett und das haben wir gespielt in einer Sachstadt. Euch in Deutschland und euch in Deutschland. Und danach haben wir gemacht die Bloy Katz Kabarett, was er hat es ausgedacht und mich verbeten zu spielen, zu singen, die Rolle von Eva Pschischka. Und wir haben das auch gearbeitet auf dem und entwickelt es zusammen weiter und gespielt auch in Deutschland und in Paris und in noch Städten. Das ist gewesen ein Vergnügen und ein lange Jahre hat das gedauert. Und weiter in die Jahre habe ich rausgefahren zu mit Konzerten in Ausland, gesungen, auch hier im Land, Konzerten, jüdische Lieder mit Sarah Le Feldmann. Sie hat mich mitgenommen in Gastrollen, in ihre Gastrollen, und danach bin ich gefahren, nach ihr in Dresden und ausgetreten in Dresden nach Sachjörn. Danach, mit etlichen Jahren nachdem, heute bin ich mich, und ich habe gebracht Mending zu dem Dramekreis. Und in etlichen Jahren rum hat er uns eingeladen zu machen mit ihm eine Vorstellung, eine professionelle Vorstellung. Und wir haben es gemacht und sind herumgefahren in Israel. Die Vorstellung hat geheißen Oizres. Das ist eine musikalische Vorstellung. Und wir haben gespielt Lieder und gesungen. Lieder von Gibirti, von Warschawski, Margarit Kelacheuchet, euch ein Lied von meinen Taten, leg den Kopf auf meine Knie. Was Mendy hat später reingenommen in seinen Kompakten. Ja, das ist gewesen eine schöne Kufe, weil zu arbeiten mit Benjamin Zemachen ist gewesen als ein größeres Schuss. Danach hat man mich eingeladen in Czernowitz. Das ist gewesen schon 1990 und es ist gewesen schon die Perestroika. Und in Czernowitz ist ein jüdischer Waad, also, und sie haben mich eingeladen zu singen meine Tatens Lieder. Dort auf der Bühne, wo er hat aufgetreten hat. Und das ist gewesen wie eine Reise in Zeit. Ich habe gekommen dort, nach 17 Jahren, als ich bin raus von Sowjetrussland. 17 Jahre von Moskau, und ich bin gekommen in Czernowitz und gesungen auf meinen Tatens 7. Jahrzeit, dem Tag auf der Bühne, wo er hat gesungen so viel Mal in die 30er Jahren in Teubenhalle. Und die Menschen sind gewesen, bis 200 Menschen in dem Saal, und sie sind gekommen. Nein, nicht 200, was soll ich? 1000. Oh, wow. 1000, in einem größeren Saal, 1000 Menschen. Sie sind gekommen zu Herrn Leibu Levin, weil man hat ihm noch gedenkt. Ja, das ist gewesen in 90. Danach bin ich gekommen, dort 2008, zu 100 Jahren jüdischer Sprachkonferenz. Ja, und ich habe gesungen damals, nach Czernowitz habe ich gesungen in Kiew und in Moskau, wo die alle Ex mit Schülern meine, die sind gelernt mit mir in der Schule. Bis welches Jahr hast du gewachsen in Moskau? Ich bin gewesen 14 Jahre alt, wenn wir sind in Russ. Und ihr seid gekommen gleich kein Herz Israel? Ja, sicher. Das ist gewesen die 70er Jahre. Und der Tat ist gewesen ein Zionist. Er ist gewesen vor der Milchome in die 20er Jahren, er ist gewesen ein Mitglied in Gordonia. Kvutsa Nesher. Deine Mama hat nicht gewusst, hat nicht keine Beziehung mit Jiddisch, richtig? Sie hat allein gewachsen in einem Stub in Jiddisch? Nein. Nein. Sie ist geboren geworden rein in der Revolution, im Jahr 1919. der Seide und die Bobe sind gekommen von jüdischen Städtlach in Weißrussland. Und sie haben nicht gekannt Jiddisch. Aber der Seide mit dem geschossen in 37, weil er ist gewesen ein Menschewik. Ich habe ihn nicht gekannt. Die Mama ist gewesen 16 Jahre alt, wenn er ist erschossen gewesen. Und sie hat nicht gewusst, man hat sie nicht erzählt. Und die Bobe ist rein in ein Lager wie die Freude von einer Söhne von dem Volk, dem Menschewik. Und in dem Lager hat sie begegnet meinen Taten. Und sie ist gewesen eine Doktorsche. Und sie hat ihm geraten, weil er ist gewesen schon halbtot. Sie hat ihm geraten. Und nach die Lagern ist er gekommen, nach die 14 Jahre in die Lagern. In 1956 ist er gekommen in Moskau und gekommen zu Besuch, zu der Doktorsche, was hat ihm geraten. Und dann und in der heutigen Raum Hasen gehabt mit ihr noch. Ich habe gelernt in der Schule, was man hat gelernt dort in Deutsch. Es ist gewesen für mich leichter, nachdem euch zu lernen Jiddisch. Und danke, ich bemerke, dass du redest nicht dialektische Jiddisch, was mich damit dein Tag hat geredet, du redest mehr Klausprach. Aber wusste sich gelernt Jiddisch? Wie gesagt, Deutsch und Russisch, die slawischen Elemente und Hebräisch schon da und noch gelernt in Barilan. Ich habe gelernt, Sprache und Literatur. Du hast gelernt noch, wenn dein Tate ist gewesen, da mit uns, oder du hast gelernt noch sein Tod? Noch sein Tod. Wenn er ist gewesen da, aber ich gemacht andere Sachen. Gemalt, geführt Romanen. Ist das, sind die Reus gekommen zu reden mit dem wegen der Jiddisch? Ich habe geredet wegen dem, aber hat er gewusst, hat gar nicht gewusst, dass die Geist sein, der Singer, ja? Ich hoffe, dass er kennt, als er weiß, jetzt da. Ich hoffe, dass er. Ich habe gar nicht gewusst. Gar nicht. Ich sage dir, das ist gewesen eine Sache noch sein Tod, weil ich habe verstanden, dass also ich kann nicht losen im Sterben im Ganzen. Verstehst du? Soll ich zu dir reden still, nur mir beide sollen hören, nur mir beide sollen hören. Bet man wissen, sie sah so, und mit ein gut weißt, wo's klären. Welche Jahr ist dein Tata weg? In 83. Ah, 83. Und in den letzten Jahren ist Reus euch ein Album. Ist Reus in der Hebräischen Universität. Das heißt, Leibu Levin singt und lernt in Jiddisch. Und der Name ist gewesen, Wem wirst du singen, Wem. In Israel schon ist gewesen enttäuscht von dem Zugang zu Jiddisch, was es gewesen da in die 20er Jahren, damals, in die 70er und die 80er. Und hat geschrieben ein Lied, was sagt, Wem wirst du singen, Wem, wenn man will nicht hören. Sein Name heb auf dem Kopf und sing euch zu den Sternen. Sehnen deine Sterne, deines, wollt gewinnen nach Jiddisch, wenn sie wollten Hass becholil und nicht verstehen kein Jiddisch. Und das ist die erste Schure, haben sie angenommen wie ein Titel. Es sind da Sachrekordierungen, euch Rezitationen. Es ist da eine Rezitation von Ivan der Schicker, von Itzik Manger. an ausgewählte Zitate. Und andere Sachen, was sind wunderschön. Und euch seht da eine Monographie wegen Leibu Levin, geschrieben in 3 Sprachen. Hebräisch, Russisch und Englisch. Und euch, die alle Lieder sind übergesetzt auf Englisch, Russisch und Jiddisch. Ja, so wie ich mache in meinen Disc. Aus der Reise geben durch die Jungen etliche Disken. Lass mal ran, eben chronologisch. Was ist gewesen der erste Disc? Der erste Disc ist gewesen, Kimat gleich noch mein Taten steht. Ich bin gewesen in Amerika, aufgetroffen in Amerika. In New York in dem Workman's Circle, in dem Arbeiterring dort. Und Hava Lappin ist dort noch gewesen. Und ich habe gesungen mein Tates Lieder. Und ich habe sie gebeten zu helfen mit der Disc von seinen Liedern. Ich gedenke, wie Hava hat noch mein Konzert gemacht hat. Salman Mlotte hat mich damals begleitet auf dem Piano. Ja, sie haben mir ja geholfen. Und ich habe es rekordiert in Tel Aviv. Und Mike Bustin ist Maskim gewesen, zu singen etliche Lieder und Duetten mit mir. Und das ist ein Disc, was wir haben gemacht haben. Von meinen Tatens Lieder. Man sieht das. Und das heißt Leut Aschure von Itzik Mangers ein Lied. Noch schöner wie gewinn. Es wird kommen noch einmal zurück, noch schöner wie gewinn. Das Lied hebt dann mit Zweißt du wer der Wolken ist. Das ist doch rein. Mike Bustin singt. Das ist mein erster Disc, da gehen, ich weiß nicht, so 80er Jahren. Und dennoch bin ich vernommen geworden, 80 Jahren mit der Anthologie und zum Schluss beschlossen zu machen, meinen eigenen Disc. Nicht nur mit meinen Tatesliedern, auch mit anderen Poeten, mit seinen Nigunim. Und euch mit den Nigunim von anderen Kompositoren. Und das ist ein Disc, was heißt Geheime Gäste. Ich bin schon so gewohnt zu sitzen, stumm gebogen. Und hinter meinen Plätzen ruhig da noch ein Gäst. Ich dreh nicht aus das Bonnen. Heb nicht auf die Augen und sorg zu sehen, sitzt bei mir und trinkt und isst. Ich weiß, oh, ich habe es sehr lieb. Ich lebe halber nach Rumreisen, Hey Levik, Selma Merbam, Asinger, 3 Lieder. Mit in meinen Tatens Übersetzungen von Deutsch und seinen Nigunim. Und Itzik Manger, Nachman Bialik, Avishai hat mit mir gespielt und Regina Dricker hat mit mir gespielt und Alexei Belousov, was damals habe ich angehoben mit ihm zu arbeiten. Ich bin schon gewesen, damals in Jerusalem, Hasen gehabt mit Martin Schmidt. Und Motti spielt auf deinen Disken? Motti spielt. Er spielt, ja, in dem Disc hat er gespielt in Jidl mit dem Fiedel. Er ist Jidl. Ja, lass mir noch sagen, wer ist Motti? Ich habe schon gestern sagen, aber nicht. Mein Mann ist ein größer Fiedler, ein größer Musiker und Komponist und ein Mensch. Sehr schön. Ist das gewesen dein zweiter Disc? Mein zweiter Disc, ja. Ja, und dieser Reus in den 90er Jahren? In 95. Nein. die Anthologie ist heraus in 2005 und das ist heraus in 2010. Ich gedenke schon nicht. Mhm. Okay. Dennoch, ob ich gehabt eine Idee fix. Ich will dir weisen ein Bild von Isio Scherf. Das ist ein Linotype, Linogravure, was das ist gewesen auf der Wand in unserer Moskauer Wohnung von Onhibon, ich gedenke es. Und mein Tate hat mir damit gesagt, das ist Zigale Migale. Das heißt, dass Zigale Migale Scherf hat das geheißen, Zigale Migale, ungetitelt. Also, und dennoch, wenn ich habe gelernt in Barilan, habe ich bis Gata Schmues mit Lila Holzmann, wo sie ist gewesen die Sekretarsche bei der jüdischen Fakultät dort. Und ich habe ihr erzählt wegen dem Bildl. Und sie hat mir erzählt, hat mir gesagt, dass Zigale Migale ist gewesen ein Kinderliedl, ein jüdisches Kinderliedl. Wir haben es gesungen in der Schule, in dem Schulechor Vater Milchome. Und ich habe gewusst, dass Lila Holzmann ist ein Reus von einer deutschen Gruppe dort in Litte mit ihrer Mama. Sie ist durch Ness Schnitzel geworden. Und ich habe gesehen vor meinen Augen, ja, dem Kinderchor in dem deutschen Gruppe. Und ich habe verstanden, dass ich muss rekordieren das Lied mit der Kinderchor. Ich muss machen ein Programm von jüdischen Kinderlieder und Folklore. Und ich habe gedacht, wie mein Tate hat gesungen, er hat mich gelernt, etliche Kinderlieder in Jiddisch. Und ich habe gehört euch von Hamelifsitz, was Hamelifsitz hat gesungen mit meinen Taten, sie haben gemacht, Sie haben gemacht ein Programm zusammen in die 60er Jahren. Haben sie gemacht ein Programm zusammen. Er hat rezitiert und sie hat gesungen und herumgefahren in Sowjeten, im Rattenverband. Vor 3 Jahren haben sie herumgefahren. Danach der Tate hat nicht schön gekonnt auftreten, weil er hat eine schwere Kopftraume von den Lagern und er hat angehoben zu verlieren sein Korn auf der Biene. Er hat gemusst herab von der Biene. Und sie ist gestanden bei meinem Wiegel. Und in Israel, bin noch mein Tanzdeut, bin ich mit ihr sich getroffen. Und ich habe ihr gesungen und sie hat mich gelernt. Und sie hat mir gesungen etliche Kinderlieder und etliche zählenischen und Stammkindergrammen. Ja. Und sie sind rein in dem Kompakt, was ich habe gemacht. Und ich habe es gemacht zusammen mit Asach Haveri, meine was. Sie haben gearbeitet, Kimatum siehst. Das ist schon gewesen mit der Stütze von dem von Rashut Lejidisch, von der jüdischen Instanz hier im Land. Das ist Ziegele Migele. Die alle Wörter und die Zeichnungen von Isio Scherf. Das ist mein beliebter Projekt. Euch übersetzt alle Grammen und Lieder und Wieglieder sind übergesetzt auf Englisch, Russisch und Hebräisch. Ja, und zum Sof von dem Kompaktel ist da ein Kinderchor, was singt Ziegele Migele. Und Menschen haben es sehr lieb gehabt und rausgekauft gemacht, dem ganzen Tirage. Ja, das ist gewesen mein dritter Projekt in Disken. Und dennoch hat mich gebeten zu machen Rekordierungen von Liedern von Transnistrien. Weil Herr Segal, was es gewesen, mein Tatenslehrer und Freund, beliebter Freund dort in Czernowitz in dem jüdischen Schulverein in den 30er Jahren, er ist nicht getrieben geworden in Transnistrien, er ist geblieben in Czernowitz und geblieben leben und gekommen in Land, aber vor dem in 46, 47 ist er gewesen Lehrer, Mathematiklehrer in Câmpulung und Gura Humora. Das sind zwei kleine Städtler in Durham, Bukowine. Mein Tate stammt von Câmpulung. Der ganze Shevet von Levin, sie stammen von Gura Humora. Sie sind in einem Leben dem Zweiten. Der Herr Segal ist ein Mathematiklehrer in der Schule für transnistrische Jesäumen. Und jüdische Kinder, die kommen von Transnistrien ohne Eltern oder mit einem Eltern. Und er hat beschlossen, er hat zerteilt eine Enquete zwischen sie und gebeten zu schreiben, sehr sich freuen ist von Transnistrien. Und sie haben das Tage geschrieben und als Sache von sie haben reingeschrieben Texten von Liedern, was sie vielleicht singen dort. Und er hat es da im Land gleich von seinem Tod herausgegeben in zwei Band, zwei Dine-Band, Selbstverlag, also alles Ding hat er herausgegeben allein. Und es ist ein Projekt, was ein Buch, was soll rauskommen, ototo. Vor der Corona hat es gedarf rauskommen, aber in Deutsch, es hat man geschrieben in Deutsch, wegen Transnistrien. Und die Rekordierungen, was ich habe gemacht, wollen sein rein in dem Buch. Wir haben gesammelt die dosige Lieder und zumal sind da Noten, zumal sind da nicht in Noten. Und ich hab gesucht und geforscht in den Archiven und der Nationalen Bibliothek und gefunden die Nigunim oder zumal hab ich gefühlt, als ob die Melodie, eine Volksmelodie, passt so gut zu den Wörtern, was ich habe es so gesungen. Das ist ein ganz musikologisches Projekt. Und ja, man hat es gemacht. Bis 18 Lieder. Mandy hat euch gesungen. 3 Lieder, was ein Mann soll singen. Und euch Vera Lusinski hat gesungen mit mir und euch Leiblev, mein Sohn, hat gesungen etliche Lieder mit uns. Und Alexei Belousov hat gespielt und Piano, es ist Piano und euch. Das ist sehr interessant, sehr, sehr schrecklich, das zu hören, sehr schwer zu hören. Aber das, ich meine, das ist ein wichtiger Projekt. Sie durch Stammlieder und Musik, was ich rezitiere. Du weißt, als wir heute aus dem Churben hat mir geschriebene neue Wörter zu alten Nigunim. Lemoschel sag nicht kein, was du gehst dem letzten Weg. Ja, Hirsch Glick hat es umgeschrieben zu einer russischen Melodie, von einem russischen Lied. Die Melodie ist nicht so russisch, aber das Lied hat man gesungen, hat man geschrieben in Rattenverband in die Anhieb 30er Jahren. Wegen die Kosaken, was vorhin zu kämpfen in der Reuter Armee. Die Kompositoren sind gewesen zwei jüdische Kompositoren, die Pokras Brüder, Brüder Pokras, und das hat mir erzählt Nechama. Sie hat gesungen einmal in einem Konzert, sag nicht gehen, als du gehst den letzten Weg. Und Dimitri Pokras hat gesessen in der ersten Schule dort, und in einem Antrag ist er zugegangen zu ihr und gesagt, ich habe geschrieben die Melodie. Und weißt du, von wann stammt die dosige Melodie? Ja, von Affen Pripetschek brennt der Feuer. Oh. Du bist heiß, sag nicht keinem, als du gehst den letzten Weg. Das ist dieselbe Melodie, aber in einem anderen Malbusch, in einem anderen rhythmischen Malbusch. Das ist die Arbeit von einem Musikolog. Ja, das ist so interessant. Ja, hat man umgeschrieben, neue Wörter zu alten, populären Melodien, als Sache. Zwischen neuen Melodien, solche, versteht sich, als man hat geschrieben auf neue Lieder. Ich will erzählen noch von einem Disc, von meinem letzten Disc. Ah, der letzten Disc, ja. Mein letzter Disc heißt Atlantidisch. Was ist es? Wir haben es herausgegeben, Leibu Mangers Geburtstag, dem 120. Geburtstag. Für was bin ich so im Schuh für Itzik Manger? Weil okay. Ich denke, mein Tate hat ihn gekannt. Er hat gesungen in Czernowitz, Vater Melchome hat er gesungen, Pfarr Itzik Manger in einer Schenk, in einem Weinkeller dort in Czernowitz, noch in die 30er Jahren. So umgestellt ein Glas Rotwein, und er hat ihm gesungen, seine Lieder mit seinen eigenen Nigunim. Le Moschel Treuriklied. Treuriklied ist gewesen das Lied, was geht mit mir mein ganzes Leben. Das ist für mich der Symbol von der Pfarrmilchomedie Czernowitz. Und ich habe gehört später, als Itzik Manger hat es euch gesungen weiter. Und Itzik Manger ist für mich gewesen eine Verkörperung von all Dingen, was es gewesen scheint. Und von dem schönen Leben, was es gewesen dort in Vater Nachome, von Czernowitz, was dort geblieben, mit jüdischen Poeten und Dichtern und Theater und so weiter. Ich habe ihn sehr lieb. Also wie der Tate hat mich geliebt. Für der Pfarrer habe ich gewollt machen, ein spezielles Programm für ihn. Und es ist dann... Du hast fast gemacht etliche. Ich habe gemacht eine Sache. Eine Sache. Ja. Alle Lieder, die ich kenne von Itzik Manger, habe ich gesungen, nicht alle rekordiert, aber eine Sache gesungen, euch nicht von meinen Taten Snigunim, aber ich habe geholfen zu rekordieren sein Troubadour. Ja, und sie sind rein meistens Mangers Lieder, aber auch von Anna Margolin und von Nachman Bialik und Herz Rifkin etliche Poeten. Sie da noch ein Lied, was euch rein ein Lied, was man weiß nicht, wer es geschrieben. Avishai Fisch hat es mir, Alexander Fisch hat es mir gegeben am Atone. Er hat es verschrieben in Paris, ich weiß was. Und das ist von Anayim Ole, das ist gekommen in Land in die 40er Jahren. Ich habe nicht gesagt, dass der ganze Disk ist mit der Gitarre von Alexei Belousov. Wenn einer will treffen, die Disken, wo kann man es finden, wo kann man es kaufen? Ja. Sie da ich ein Disk von der Bloy Katz, ja? Sie da ich ein Video, Videodisk, ein DVD von Bloy Katz. Okay, dem ersten Disk noch schöner wie gewesen und die Bloy Katz und euch die geheime Gäste kann man kaufen bei mir, sie bei Avishai, bei mir, weil ich mache die Hille und so weiter. Geheime Gäste ist euch in New York bis in CD Baby. CD Baby, ich weiß nicht, was sie machen jetzt, aber sie da Disken dort und bei mir. Und die anderen Disken, den Ziegele Migele und Atlantidisch, kann man kaufen in Israel bei mir. Und in Island kann man das kaufen auf dem Internet. Sie da in Paris, sie da ein Institut von jüdischer Musik und sie verkaufen das auf dem Internet. Und dort alles redet man wegen der physischen Exemplaren, sondern dort digitalische. Wir kennen das ja noch. Also weit bin ich nicht gegangen in dem 21. Jahrhundert. Das kann ich nicht sagen. Efschat, du hättest mir helfen. Ja, gut. Wir können uns gefunden, das ist gut, das ist schon gut. Ja. In dem Buch, was ist mit dem Buch, wo kann man gefunden? Das Buch kann man das kaufen auf dem Internet oder bei mir. Auf dem Internet ist das der Magnes Verlag in der Hebräischen Universität verspricht das. Mhm. Oder direkt durch dir, ja? Oder direkt durch mir, ja. Ich habe es gesehen auf dem Internet, auf wie heißt das, Amazon? Ja. Amazon. Ich habe es gesehen, sie beten für dem etwas $120. $200, weil das ist eine Rarität, aber das ist nicht keine Rarität, man kann das kaufen für 100 Shekel in Magnes Verlag. Und ich bekomme Prozent. Du bekommst Prozent von Magnes Verlag, nicht von Amazon. Ich habe euch eine Webseite, wo kann man euch kontaktieren mit mir. In den letzten Jahren, was ist... In den letzten Jahren habe ich gespielt, habe ich rekordiert eine ganze musikalische Komposition, literarisch-musikalische Komposition auf Russisch, wegen dem Golem von Prag. Das ist auf Russisch, mit Motis Musik. Und bald wird es sein auf dem Internet. Und ich bin geworden durch ein Radio Freu, wie sagt man, Radio... Die Scheile, was sagst du in der Radio? Ich stelle so neue Fodizies wegen jüdischer Kultur, wegen jüdischer Musik. Wegen jüdischer Akteure, Singer, Schauspieler, Kompositoren, Poeten. Und ich mache das einmal in der Woche. Und meine Notizen heißen Wort und Ning. Und ich stelle rein eine Sachmusik, was man kennt nicht. Ich finde Sachmusik in Archiven. Und Und da können wir das sehen. Das kann man, ja, das kann man hören auf dem Internet. Und ich bin auch eine Übersetzerin. Ich übersetze von Jiddisch auf Hebräisch und auf Russisch Lieder meistens. Und Dramas. Ein Buch? Die geht etwas rauskommen? Oder darum ist es noch? Nein, ich mache nicht kein Bücher mehr, das ist genug. Ich habe übergesetzt von mir, von meinen Disken. Die alle, fast alle Lieder habe ich allein übergesetzt auf Russisch und fast auf Russisch als Ding und auf Hebräisch hat mir Peter Krikson hat mir geholfen mit der hebräischen Übersetzung. Und ich habe übergesetzt Grüne Felder von die Drame von, wie heißt das, Peretz Hirschbein. Ich habe es übergesetzt auf Russisch. Das ist ein Buch, Jahren zurück. Das heißt halb Jahrhundert von jüdischem Theater. Das ist eine Nachpieces von jüdischen Autoren, von jüdischen Mechabrin. Ich habe übergesetzt 2 Pieces, aber die zweite gedenke ich schon nicht. Was ist das gewesen? Aber das ist gewesen sehr eine interessante Arbeit, weil ich habe lieb sich zu vorstellen, weil ich bin eine Aktrice. Ich stelle sich vor, als ich bin der Personage oder ein anderer Personage und ich trage, ja, so wollte ich das sagen auf Russisch. Ja. Das ist sehr interessant. Gut, Ruth, das ist kein Fang gewesen. Ich bin sehr angenehm zu reden mit dir. Hat sich gesehen? Schönen Dank, Elli. Sei gesund.